Vielen Dank, Frau Walsmann, für diesen sehr guten Überblick über Ihren Bericht. Erlauben Sie mir, bevor ich gerne öffnen möchte, noch eine Nachfrage. Sie hatten es schon erwähnt. Wir sprechen hier von einem Initiativbericht. Sie rechnen damit, dass die Kommission im ersten Quartal 2021 einen Vorschlag auf den Tisch legen wird. Können Sie die nächsten Schritte dann skizzieren und vielleicht schon abschätzen, wann wir dann eine neue Richtlinie haben könnten? Ja, also es ist ein Initiativbericht, der aber wirklich ins Schwarze trifft mit dem Thema, was er gewählt hat, weil es ja hauptsächlich auch um Fragen der künstlichen Intelligenz auch in diesem Bericht geht. Und die Kommission hat auch nochmal bekräftigt, dass sie schon im ersten Quartal 21 etwas vorlegen will. Nun, erstes Quartal ist trotzdem 3 Monate lang und deshalb weiß ich nicht so ganz genau, wann es nun konkret kommt. Aber ich denke mal, dass wir 2022 vielleicht mit einer neuen Richtlinie rechnen können. Aber erstmal sind dann auch Verhandlungen notwendig. Und je besser die Vorbereitung, je besser die Eckpunkte, umso einfacher vielleicht dann auch die Verabschiedung und die Verhandlung über die neue Richtlinie. Vielen Dank. Damit möchte ich direkt in die Fragerunde gehen. Sie können Ihre Frage direkt so stellen oder auch gerne in den Chat. Und ich sehe, Herr Finke hat schon eine erste Frage. Herr Finke, bitte. Frau Walzmann, vielen Dank für dieses Briefing. Ich habe tatsächlich eine Frage. Ich hatte mir eben zur Vorbereitung auch durchgelesen hier von der Kommission, was Sie veröffentlicht haben für Ihre Konsultation zu dieser neuen Richtlinie. Und da fand ich auch faszinierend, was Sie auch angesprochen hatten, dass ja offenbar ganz viele Verbraucher gar nicht mitbekommen, dass Produktrückrufe gestartet worden sind und selbst wenn sie es mitbekommen, sie die Produkte weiter benutzen. Und meine erste Frage wäre, also was würden Sie da als wichtigste Maßnahme ansehen, wie man irgendwie sicherstellen kann, dass die 450 Millionen Bürger das einfach besser mitbekommen und tatsächlich auch dann irgendwie die Relevanz verstehen und die Produkte dann irgendwie zurückgeben? Und meine zweite Frage wäre, was Sie gesagt haben, klingt ja alles irgendwie sehr vernünftig und intuitiv. Man würde sich freuen, wenn das so kommt. Wo sehen Sie denn die größten Hürden? Also welcher der Vorschläge dürfte schwierig umzusetzen sein oder durchzusetzen sein, Ihrer Einschätzung nach, weil da im Zweifel die Industrie sagt, das ist uns irgendwie zu teuer oder zu kompliziert? Vielen Dank. So, ich fange mal mit der Frage der Rückrufe an. Da haben Sie in der Tat recht, deshalb liegt mir das so im Herzen. Die RAPEX-Datenbank, das muss wirklich überarbeitet werden. Dieses Schnellwarnsystem, was gut gedacht ist, ist aber sehr schwer auffindbar. Und oftmals erfahren es in der Tat die Betroffenen nicht. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, Vorgaben für die Rückrufe. In welcher Form sollen die sein? Wo müssen die sichtbar sein? Auch das Feedback an die Marktüberwachung, ne? Auch die Marktüberwachung muss ja irgendwo angeschlossen sein. Gehen bei der Marktüberwachung die Rückrufe vorbei? Wie viele Leute werden erreicht, dass meine Evaluation auch stattfindet? Wie viel erreiche ich eigentlich mit der Datenbank RAPEX? Also ich selber habe Mühe gehabt, die auch so schnell zu finden. Und wenn, ist das ein spannendes Format. Aber ich glaube mal, wir müssen da noch ein bisschen mehr Intensität reinlegen, dass auch die Adressaten wirklich wissen, das ist eine Datenbank, die ihnen hilft, aus Verbraucherschutzsicht, aber auch den Herstellern hilft. Es muss für beide Seiten wichtig sein und vor allen Dingen muss auch eine Konsequenz daraus entstehen, dass wenn unsichere Produkte dann auch eben draufstehen auf RAPEX, dass auch irgendjemand kontrolliert, dass es auch eine Konsequenz hatte. Ja, ja und das Zweite, oh, jetzt habe ich, Moment, Stichwort. Boah. Sagen Sie mir nochmal das Stichwort. Die Widerstände, also welche der vielen Vorschläge glauben Sie, könnte problematisch sein, den durchzusetzen, weil einfach von Seiten der Industrie argumentiert werden wird, das ist zu teuer, zu kompliziert? Ja, die Online-Marktplätze. Also ich glaube mal, dass wir da noch mal sehr viel Intensität reinlegen müssen, wie wir wirklich
auch es erreichen, dass die Online-Marktplätze und Offline-Handel wirklich auch gleiche Bedingungen haben. Und wie man den Abgleich macht, auch mit dem RAPEX-Register hinsichtlich der Sicherheit der Produkte. Das heißt, auch die Online-Marktplätze müssen einfach da eine höhere Verantwortung übernehmen. Und die machen das schon freiwillig. Da gibt es die freiwilligen Verpflichtungen bei den größeren Online-Händlern, die sagen, wir nehmen Produkte, die unsicher sind vom Markt. Aber auch hier ist ja die Frage, wie erfahren Sie das? Und wie gibt es einen Abgleich? Ich glaube, das ist auch im Interesse der Online-Händler, wenn auch ganz klar ist, hier gibt es keine anderen Bedingungen als beim physischen Einkauf, sondern es muss einfach klar sein, dass der Verbraucher, auch wenn er sich sicherer fühlt, auch egal ob physisch oder online, lieber einkauft, wenn er weiß, woran er ist. Dankeschön. Weitere Fragen bitte. Frau Buchtal, Sie heben die Hand. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, Sie können mich gut hören und auch gut sehen. Ja. Guten Morgen, Frau Weißmann. Vielen Dank für diesen interessanten Einstieg und auch für die Initiative. Kurz zu meiner Person. Ich komme direkt aus der Praxis. Ich bin Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland, zu dem Sie, Frau Weißmann, auch schon Kontakt hatten. Und wir erleben genau das, was Sie beschreiben in unserer täglichen Beratungspraxis. Also die Produkte verändern sich, die Dienstleistungen verändern sich und wir haben teilweise nicht mehr die richtigen Instrumente, um den Verbrauchern zum einen die Informationen mitzugeben, die sie benötigen, um auch mit diesen neuen Produkten umzugehen. Und zum anderen möchten wir sie natürlich auch nicht abschrecken. Also wir möchten gerade, dass die Verbraucher den Binnenmarkt nutzen und hier keine Angst haben. Das heißt, die Stärkung des Vertrauens ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Aber auch die Information, also welche Produkte hole ich mir da überhaupt ins Haus, wenn mein Backofen mit dem Internet in Verbindung ist oder meine Smartwatch das eben auch kann etc. Also hier sehen wir großen Bedarf und wir sehen aber auch, dass immer mehr über Online-Marktplätze gekauft wird. Und das ist für uns einer der wichtigsten Punkte. Viele Verbraucher sind sich zum einen überhaupt nicht bewusst, dass sie auf einem Marktplatz einkaufen. Also es ist für sie nicht immer sofort erkennbar, dass es sich um eine Plattform handelt und ihr eigentlicher Vertragspartner dann derjenige ist, der dort etwas einstellt. Deshalb fordern wir schon lange, dass auch diese Plattformen viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Verbraucher voraussetzen oder davon ausgehen, dass alle Produkte, die auf diesen Plattformen auftauchen, von den Plattformbetreibern geprüft werden. Also sowohl die Produkte als auch die Werbung. Hier wird wirklich vom Verbraucher auch unterstellt, dass hier eine Art Prüfung stattfindet. Und wir wissen natürlich alle, dass das momentan nicht der Fall ist. Viele Verträge werden sogar über Social Media abgeschlossen, also über Instagram und so weiter. Das halten wir für sehr problematisch momentan, weil einfach der Rechtsrahmen dafür diesen neuen Gegebenheiten noch nicht Rechnung trägt. Und mich würde vor allem interessieren, wie genau Sie es sich vorstellen, dass man diese Plattform mehr in die Verantwortung nimmt. So, bin ich wieder zu hören? Ja, okay. Also, das ist ein riesengroßes Thema, aber ich habe einen Grundsatz oben drüber gestellt und ich glaube, der ist ganz wichtig. Online- und Offline-Kauf sollten meines Erachtens gleichgestellt werden, soweit es geht. Wir wissen, das ist schwierig, aber deshalb bemühe ich mich auch schon bei Definitionen anzufangen. Wir müssen Produkte definieren, wir müssen die Technologien definieren. Wir dürfen sie nicht verteufeln. Die Leute wollen Innovation, die wollen auch neue Produkte. Und die Frage, dieses bestehende sogenannte Product Safety Pledge, das ist ja eine Selbstverpflichtung der großen Plattform zur erhöhten Zusammenarbeit in der Produktsicherheit. Aber es ist eben ein freiwilliges Instrument. Und es besteht heutzutage somit keine Verpflichtung der Online-Marktplätze, sich um die Produktsicherheitsaspekte zu kümmern. Von denen müssen wir aber unterscheiden, dass die Haftung, die Sie angesprochen haben, und die Haftung, die der Verbraucher erwartet von Herstellern, die unsichere
Produkte, das ist nicht Teil meines Berichtes. Der beschränkt sich auf die Qualität der Produkte und die Vorgaben für die Qualität, nicht die Haftung, wenn er ein unsicheres Produkt gekauft hat. Also ich fange vorher an, ich sage, wir müssen gucken, dass gar keine unsicheren Produkte auf den Markt kommen, die Marktverantwortung wahrnehmen. Und da richte ich mich insbesondere an auch die Marktüberwachungsbehörden, wo ich gesagt habe, die Zusammenarbeit, da haben wir letztendlich auch das eine oder andere nationale Frage zu klären. Nicht überall gibt es nur eine Marktüberwachungsbehörde, in dem Sie Deutschland zum Beispiel, gibt es mehrere. Und bei der Haftung ist es mir ganz wichtig, dass die Kommission eine Folgenabschätzung auch durchführt. Ne? Wir werden dort eine Folgenabschätzung haben, die sich mit den zivilrechtlichen Auswirkungen beschäftigt. Und das wird nochmal ein ganz separater Bereich, aber Sie haben vollkommen recht. Die Vorarbeit ist aber ein Stück auch in meinem Bericht, dass wir uns erstmal der Frage zuwenden, was können wir tun, um Produkte, die Gesundheit oder Sicherheit der Verbraucher beeinträchtigen, überhaupt nicht auf den Marktplatz, Binnenmarkt Europa kommen zu lassen. Und da gibt es schon eine ganze Menge Vorarbeiten zu leisten. Danke, Frau Walz.